Diese leckere Pasta solltest du unbedingt mal probieren. Dazu musst du einfach nur ein wenig Hähnchen anbraten mit vielen schönen Gewürzen. Die schreibe ich dir natürlich in die Videobeschreibung. Und du kannst natürlich so Nudeln selber machen, wie ich das hier gemacht habe, aber es gehen auch gekaufte, das ist überhaupt kein Problem. Ja, das Hähnchen dann mit etwas Sahne ablöschen, dann kommt noch Pflücksalat dazu oder Blattspinat und dann dickst du das alles an mit etwas Stärke und die Nudeln noch dazu, dann ist deine Pasta im Prinzip schon fertig. Und ich habe hier noch ein bisschen Gratin-Käse dazu drüber gestreut, was noch besondere leckere Note ist. Und ja, schau mal, wie cremig sie geworden ist. Ich kann dir das Rezept total empfehlen und probier es einfach mal aus. Es ist total lecker. Alle Bestandteile stehen in der Videobeschreibung.